Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute unterwegs im Wald mit ein paar Freunden. Wir sind hier bei einer alten Ruine, mega coole Location. Da wollen wir übernachten, einen Winter-Overnighter machen. Ich habe das Tarp mit und möchte mir ein Tarpzelt bauen. Habe das so schon mal probiert, aber noch nie drin geschlafen. Also keine Ahnung, wie es zum Schlafen wird, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Werden ein bisschen was kochen und so weiter und einfach eine schöne Zeit mit Freunden draußen genießen. Ja, dann starten wir rein und los geht's! Ah, geil! Ja, bei uns hat sich der Schnee Gott sei Dank sehr gut gehalten. Mega! Hinter mir sieht man schon ein bisschen die Ruine. Ah, geil! Die Nacht sollte nicht so kalt werden, anscheinend. Mal schauen. Und schau ich mal, ob die Freunde schon da sind. Und dann werde ich einfach mal probieren zum Aufbauen. Und euch da wieder zu holen. Schon geil hier. Mega. Wir haben jetzt gleich den Platz hier ausgesucht und werden da mal probieren, das Ganze aufzubauen. Mein Rucksack runter. Aber so ist schon einfach geil. Mega. Ju, dann gehen wir so. So, habe das TD-Tarp mit, 3x3 Meter und ja, probieren wir mal so ein Zelt aufbauen. Heringe müssen wir noch schnitzen, habe keine mitgenommen, also wirklich nur die Äste werde ich mir jetzt einfach schnitzen und dann gehen wir so. Ein paar einfache Heringe. Ich habe noch ein paar von einem Freund bekommen. Die kann ich auch noch nehmen. Und jetzt schauen wir mal, wie das mit Ausspannen geht. Ich habe es jetzt einmal selbst gemacht. Also bin ich gespannt.
Jetzt habe ich es endlich geschafft. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie gedacht, weil es nicht so leicht ist im Winter, die ganzen Heringe in dem Wohnzimmer. Irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Aber es ist ein Schlafplatz. Ist nicht perfekt abgespannt, wie man zum Beispiel jetzt hier sieht. Ich will aber nicht jetzt wieder alles umspannen, so von dem her. Ich glaube, das passt. Ich werde jetzt hier innen noch ein bisschen den Schnee wegschaufeln, dass ich eine richtig schöne gerade Liegefläche habe. Habe wirklich viel Platz da drinnen, richtig geil. Dann noch die Isomatte rein, Unterlegplane, genau, ich habe noch eine Plane innen, die lege ich dann rein, dann Isomatte rein und Schlafsack, glaube ich, erst später. Habe heute den Defense 6 mit. Ist ein bisschen Overkill heute, weil es eben nicht zu kalt wird in der Nacht, aber lieber warm als zu kalt. Also, das passt schon. Willkommen in meiner Villa. Habe ich wirklich gut Platz. Cool, mega. Aufbau ist gar nicht so schlecht. Da drüben wird noch mein Rucksack dann reingegeben. Wirklich geil. Cool. Das einzige Gefährliche, dass ich nicht mit der Stange wirklich. Ja, okay. Jetzt mit Spannung funktioniert es aber nicht so ganz fest anstoßt, dass sie umkippt. Und mega Regen oder, naja, Regen eh nicht, aber mega Schneefall oder Wind sollte nicht kommen. Das Ganze ja doch ein bisschen flattert, aber. Perfekt. Gut Platz. Da steht jetzt komplett mal. Jetzt werden wir uns von den anderen mal die Setups ansehen. Mal schauen, was die alles dabei haben. Und wie die so schlafen. Gleich neben mir wird wahrscheinlich direkt nur am Boden pennt. Auch nicht schlecht. Habe ich auch schon gemacht. Einfach eine. Ah, okay, da ist eine Rettungsdecke drunter. Das werden wir uns gleich mal ansehen. Dann haben wir zwei Leute dabei, die ein Zelt haben. Eins ein Ultraleichtzelt. Recht cool. Und dann noch Freund von mir mit der Hängematte, ein anderer Freund mit dem Tarp. Das werde ich mir jetzt dann auch gleich ansehen. Und cool. Und bei mir habe ich jetzt schon Schlafsack und alles reingegeben. Schauen wir mal kurz, dass schon alles ready ist. So. Schlafsack drin. Rucksack kommt noch rein. Und dann beginnt der gemütliche Teil. Schön am Lagerfeuer sitzen. Bisschen quatschen, bisschen kochen. Ja, geil. Die anderen sind schon oben. Ja, coole Location auf alle Fälle. Ich werde dann später, glaube ich, noch einen Zeitraffer machen am Abend, dass man die ganzen vielleicht Sterne oder irgendwas noch sieht. Und jo, geil.
habe mich jetzt in den Schlafsack schon reingelegt. Sind jetzt noch am Feuer gesessen. Richtig fein. Hab einen Zeitraffer laufen lassen. Der ist sicher ganz cool geworden. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich in meinem Palast schläft. Sicher fein. Und wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns morgen in der Früh. Ein kleines Update. Und ja, dann gute Nacht. Ist fein. Ich habe so gut geschlafen. Richtig geil. Es war so mollig warm. Oh. Aber jetzt muss ich aufs Klo. So Leute, die Nacht ist vorbei. Ich habe echt richtig fein geschlafen. Wirklich mega geil. Defense 6 war ein bisschen Overkill, aber ich möchte nicht missen. Ich habe in der Nacht was richtig warm. Ich habe mich ein bisschen hin und her gedreht. Aber ein wirklicher Game Changer, das kann ich jedem nur mitgeben. Nehmt euch ein Schafsfell mit. Am Abend beim Sitzen schon, wir haben die Campingsessel mitgehabt, und da beim Sitzen schon das Schafsfell im Rücken, absoluter Wahnsinn. Und dann das warme Schafsfell rein in den Schlafsack. Hä, so geil. Einfach das Gefühl, und wenn das mal warm ist, es ist mega, also richtig, richtig fein. Also wenn ihr euch überlegt, eins zuzulegen, macht es unbedingt. Das auch in der Hängematte, ich habe es in der Hängematte auch immer mit. Lege ich mir drauf, mega, also richtig, richtig cool. Und noch ein Tipp, ich habe den Carinthia Defense 6 in lang, also die lange Version. Ich bin zwar nur 1,83 und der hat über 2 Meter dann. Und von dem her ist im Fußraum sehr viel Platz. Es ist nicht unbedingt gut, aber man kann dafür die ganzen Klamotten, ne, die man auszieht. Also ich schlafe immer mit Jogginghose, ich nehme extra eine Jogginghose und einen Hoodie mit und schlafe in Jogginghose und Hoodie. Und die normale Outdoorhose, die Jacke und auch die Drüberjacke, also die noch wärmere Jacke, gebe ich dann in den Fußbereich rein. Das heißt, der ganze Fußbereich dann ausgefüllt, ich kann meine Füße dann schön reingraben in die Jacken. Und von dem her ist mir dann auch schön warm. Also die Nacht war der absolute Wahnsinn. Es hat dann geschneit. Das Ganze ist ein bisschen voller Schnee gewesen. Aber hey, mega geil. Ich wollte euch heute einfach mal mitnehmen zu einer kleinen Tour mit Freunden. Und wie ihr seht, ist jeder irgendwie unterwegs. Das ist auch das Setup, was ich jetzt habe. Die Isomatte ist ein bisschen teurer, ja. Aber sonst der Defense 6 ist nicht so teuer, das Tarp ist nicht so teuer. Also da kann man irgendein Tarp nehmen. Einen Defense 4 und vielleicht noch einen billigen Innenschlafsack oder so. Und das reicht einfach. Also man braucht nicht so viel, um rauszugehen.
Und um das soll es heute auch gehen. Einfach rausgehen, einfach die Natur genießen, packt euch ein paar Freunde und macht es. Und ich möchte euch da, wie gesagt, auch mehr mitnehmen. Nicht nur, dass ich draußen schlafe, nicht nur um das draußen Schlafen zu machen, sondern einfach mit Freunden unterwegs sein, die Fotografie mit reinbringen. Und ich habe auch coole Zeitraffer gemacht. Ich hoffe, die sind auch recht geil geworden, dass sie euch gefallen. Und ja, einfach nur geil. Richtig cooles, kleines Abenteuer. Ich werde jetzt noch mal Frühstück kochen und dann abbauen. Dann geht's ab nach Hause. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ciao.